Herzlich willkommen zurück zum vorläufigen Finale unserer Road to A Song of Ice and Fire. Während Daenerys Targaryen und Jon Snow sich gemeinsam um Westeros mit Cersei im TV streiten, treten heute Annabelle und ich auf dem Feld der Ehre gegeneinander an. Vor einigen Wochen haben wir zusammen mit Dennis und Nikolaus unsere ersten Boxen des A Song of Ice and Fire Miniaturenspieles ausgepackt und in wahnsinnigen 2,5 Wochen bemalt. In der letzten Folge haben wir das erste Spiel zwischen Nikolaus und Dennis gesehen und nun treten Annabelles Stark gegen meine Lannister an. Diese bestehen aus einer Einheit Lannister-Wachen, die von einem Guard-Captain angeführt werden, eine Abteilung Hellebardenträger, welche den stolzen Jaime Lannister, den jungen Löwen an ihrer Seite wissen, sowie die Männer des Berges inklusive Assault Veteran und einem Regiment Armbrustschützen, welche Tywin Lannister Geleit geben. Dieser ist auch gleichzeitig der General der Armee. Meine Politikeinheiten sind Cersei Lannister, welche ihrem Bruder zujubelt, und ihrem Speichellecker Meister Pyrcell. Annabelles Armee aus dem Norden wurde angeführt von Ned Stark, der von einer Einheit Sorn Swords begleitet wurde. Sein Sohn Robb Stark führte eine weitere Einheit Sorn Swords in die Schlacht und wo Robb ist, da ist der Schattenwolf Grey Wind natürlich auch dabei. Die letzte Einheit auf dem Schlachtfeld sind die Amber Berserker, die vom Greyjoy Amber angeführt wurden. Als Politikeinheiten wurden Catelyn und Sansa Stark auserkoren. Gespielt wurde auch hier wieder die Mission Spiel der Throne. Es gewinnt derjenige, der oder die am meisten Siegpunkte einsammelt. Jede vernichtete Einheit gibt einen Siegpunkt und ab Runde 2 gibt jeder besetzte Missionszielmarker einen Siegpunkt am Rundenende zusätzlich. Da wir 35 Armeepunkte spielen, gewinnt die Armee, die zuerst 9 Siegpunkte erreicht. Auch hier wieder gilt zu bedenken, Leute, das ist unser erstes Spiel. Es kann und wird vorkommen, dass wir Regel- oder Interpretationsfehler machen. Ich bitte auch hier um Nachsicht. Auch gehe ich in diesem Spielbericht nicht weiter auf die Regeln ein. Wenn ihr da mehr Infos zu benötigt, um das Spiel zu verstehen, schaut euch doch gerne mal den Spielbericht von Dennis und Nikolaus an. Dort habe ich nämlich die Spielmechaniken erklärt. In der ersten Runde begann es dieses Mal relativ zügig zur Sache zu gehen. Dank ihrer Taktikkarten und dem Einsatz des Taktikboards hatte Annabelle ihre Amber Berserker extrem weit nach vorne rücken lassen. Ich kann jetzt quasi jetzt laufen und dann mit deren eigentlichen Laufaktion noch. Oh krass, machen. Ja dann, oder? Alter Schwede, das ist krass. Würde ich jetzt so? Ja, dann ist das so. Okay, dann kann ich einmal mit denen laufen und zwar durch die Plus 1 von dieser Karte 7. Ja. Was war das? 7? Laufen. Aber jetzt möchte ich mit denen nochmal laufen. Mhm. Beziehungsweise jetzt nehme ich ja deren eigentlichen. Genau. Ganz normal drauf gehen. Was stimmt denn nicht mit dir? So, ich will nämlich beide. Kannst du aber nicht, du hast eine Ja, aber ich kann ja. Stimmt, du blockst mir den damit weg tatsächlich. Sowohl Annabelle als auch ich haben uns weiterhin eher ein wenig vorsichtiger in Position bewegt, bis ich eine Gelegenheit für meine Armbrustschützen durch eine NCU sah. Okay, ich aktiviere Meister Pyrcell. Und Meister Pyrcell, der bewegt sich hier auf, dass eine Einheit eine freie Angriffsaktion durchführen darf. Und dann kriegen wir eine freie Angriffsaktion. Das sind dann die hier. Ich bin in einer Reichweite von 12, genau. Ach, wie wunderbar. Dann feuern die auf dich mit 7 Würfeln. Und ich brauche eine 3 plus zum Treffen. Das sind alle. Dann musst du 7 Verteidigungswürfe machen. Oh, und meine Jungs haben aber Spaltschlag. Das heißt, der Verteidiger hält minus 1 auf den Verteidigungswurf. Auf jeden Würfel? Auf jeden Würfel. Was für eine Verteidigung hast du? Achso, das sind meine Die Berserker. Wo steht 5 plus? 5 plus. Oh. Und du kriegst auf deinen Würfelwurf minus 1. Das heißt, das ist eine 5, das ist eine 4. Ist hast du einen gehalten und 6 ging kaputt. Ding, 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 ding. Guter Würfelwurf. Was? Wie viele? 6. Das war ein sehr guter Würfelwurf von mir. Okay. Ja. Ging mein Plan nicht ganz so gut auf. Aber das sagt noch gar nichts. Das sagt noch gar nichts. Aber jetzt musst du einen Paniktest mit denen machen, weil sie Schaden bekommen haben. Oh Gott, und dann auch noch du bekommst 6. Minus 2 deswegen und nochmal minus 1 deswegen, also mit minus 3 Moraltest. Okay. Du kriegst minus 3. Du hast eine 3 Würfel, minus 3 sind 0. Du bist mit 4 unter deinem Dings hier, dann verlierst du 4 Jungs.
Wow. Es tut mir so leid, dass du so schlecht gewürfelt hast. Wow. Okay. Warte, ich konnte irgendwas sagen. ja. Aber das ist ja nur der Würfelwurf. Also das tut mir so leid. Hui, da hatte ich aber ein unverschämtes Würfelglück. Ob das in der zweiten Runde weiter so läuft? Und ja, irgendwie musste es ja so kommen. Dank des Taktikboards heilte Annabelle 3 Lebenspunkte der Berserker wieder hoch, aber ich war da weiterhin mit meinen Armbrustschützen in Reichweite zu diesen und vernichtete die Amber-Berserker mit einer weiteren Salve komplett. Erster Siegpunkt also für mich. Bell nahm mit den Männern von Eddard Stark und dem Wolf das obere sowie das rechte Missionsziel in der Mitte ein. Ich hingegen übernahm das untere mit meinen Hellebardieren. Meine Gardisten liefen Richtung Spielmitte, bereit den mittleren linken Missionszielmarker zu kopieren, doch dann machte Annabelle einen weiteren Fehler. Ja, ich glaube, ich mache mal einen Ansturm. Okay, mit der Einheit? Mhm. Alles klar, wie weit sind wir entfernt? Kürzester Weg. Sind das 9 oder sind das 8? Das sind 9, ne? Von hier sieht es nach 9 aus. Ja, die können ja normal. Das ist Robs Einheit 5. Aber sie sind Robs, aber sie haben Rocketeer plus 1, ne? Also 6. Genau, also haben musst sie du 6. drei oder höher würfeln. Das ist ja schaffbar. Und ja, genau. Also ich habe hier noch einen W6, der dazu genau kommt. Genau, also musst du eine 3 oder höher würfeln und dann kommst du. Genau. An. Oh Gott, jetzt tausch mich. 4, dann beweg dich noch. Genau. Bewegst dich, sodass du dann direkt ranklappst. Und dann kannst du einen Angriff machen. Dann würde ich angreifen. Ja, nein. Ich gebe einen Befehl aus. Diese Einheit hat, damit kann ich nämlich den Befehl Speerwall haben. Okay. Falls diese Einheit nicht im Nahkampf ist, sondern Ansturm auf ihre Front durchgeführt wird. Habe ich. Das ist der Fall. Gebe ich den jetzt nochmal Befehl. Diese Einheit darf eine Angriffsaktion gegen den Feind durchführen, bevor dieser seine Ansturmangriff abhandelt. Okay. Das heißt, ich darf dich einmal zuerst hauen. Mhm. 7 Attacken haben sie, weil Jaime Lannister damit dabei ist. Aha, was hatten die normal sonst? Also 7 haben sie, wenn alle anfallen sind. So, und Jaime ist mit dabei. Und die Einheit wird im Nahkampf immer behandelt, als hätte sie eine zusätzliche Schlachtreihe. Falls sie bereits volle Schlachtreihen hat, bekommt sie 2 Angriffswürfel dazu. Mhm. Das heißt, sie hat 9 Angriffswürfel. Mhm. Aber dafür treffe ich dich auch nur auf die 4 plus. Guck dir deinen Wurf an. Wow, okay. Nö. ja, 7 Treffer. Und die Einheit hat Hellebardiere, das heißt, sie haben Spaltschlag. Du bekommst minus 1 auf deinen Verteidigungswurf. Weil ich dir einen abziehe, effektiv 5, ja? Also jedes Wurfergebnis wird um einen nach unten gedreht. Boy. Ah, da hatten wir einen Fehler gemacht. Wir sagten, dass es 7 Verluste wären. Es wären nur 6 Tote gewesen. Das tut mir leid. Das kann doch nicht richtig sein. Warum würfelst du ohne so? Scheiß. So, Moment mal. Warum würfelst du so? Moment mal. So, jetzt habe ich hier richtig viel verloren. Jetzt muss ich ja meine Moral-Dingsbums machen. Ja, genau. Genau, Moral wäre 6, der will. Ja, genau. Ja. Du kriegst auf dein Würfelergebnis, wird 1 oben drauf gerechnet. Ja, jetzt. Dann bist du bei 3 und verlierst 3 Jungs. Warum würfelst du so? Das kann auch irgendwie nicht richtig sein, oder? Warum würfelst du denn so? Hör doch mal auf! Ja, okay, ich beschließe jetzt. So, jetzt ist vorbei, jetzt höre ich auf. Gut. So, aber jetzt darfst du auch deinen Angriff machen, den regulären. Ah. Was musst du würfeln? 4 plus. Wir haben alle getroffen. Ich gebe mal den Geschwächtmarker aus, damit du alle normal würfelst. Alle? Ja. Wir haben alle getroffen. Nicht nur einen nochmal? Nein, alle. Oh. Du hast wirklich gesagt, jetzt hörst du auf und jetzt würfelst du gut. Ja, also jetzt, damit jetzt ist es schon aufgebraucht. Jetzt. Ja. Was war die 4? Also nur eine. Eine. Ja, dann verteidige ich. Komm, ich setze den Reichtum von Casterly Rock oder von Casterly Stein ein. Sobald eine befreundete Kampfeinheit angegriffen wird, nachdem die Angriffswürfel geworfen sind, jede Einheit erhält plus 1 auf ihre Verteidigungswürfel gegen diesen Angriff. Also, ich habe eine Verteidigung von 4 plus und kriege plus 1 auf mein Wurfergebnis. Mhm. Während eine 3 macht nichts, ist trotzdem alle draufgegangen. Ich muss einen Paniktest machen. Wow. Weil ich jetzt eine Figur verloren habe. Mhm.
7. Mhm. Plus 8. Plus 1, ja, 8. Ja. Okay, gestanden. Dann bleiben wir also im Nahkampf. Meine Männer des Berges vollführten einen Sturmangriff gegen Ned Starks Leibgarde und zog ihnen 5 Modelle ab. Diese Kerle hatten mich aufgrund ihres unmodifizierten Moralwertes und 3 plus Rüstungswurfes echt überrascht und somit steckten die Männer des Berges in der anderen Einheit fest. Der Rest der Runde gehörte den NCUs. Ich holte mir weitere Taktikkarten mit Cersei und Annabelle ließ ihre Sorn Swords noch einmal dank Sansa angreifen, tötete aber nur einen von meinen Hilibardieren. Und so ging die zweite Runde 2 zu 2 aus. Ich hatte die Initiative und rückte meine Bogenschützen auf das zweite Ziel von unten zu, um es einzunehmen. Annabelle wollte Ned Starks Leibgarde ordentlich mit Taktikkarten pushen, um die Männer des Berges zu Klump zu schlagen. Okay, zu Beginn eines befreundeten Zuges. Ja. Eddard Starks, das heißt seine Armee hier. Ja. Einheit muss zum Aktivieren ausgewählt werden, mache ich ja jetzt. Ja. In diesem Zug erhalten ihre Nahkampfangriffe plus 2 Angriffswürfel. Okay, ich spreche das Gegenkomplott aus. Wirf einen Würfel bei einer 3 plus, negiere ich den Effekt. Aber nur bei einer 3 plus. Der ist raus. 5. Das heißt, leg die Karte mal weg. Ich will. Die ist weg, die Karte ist weg. Der komplette Effekt ist weg. Leg die Karte weg. Ja, man weiß nie, wen die Lannister alles bezahlt haben. Dennoch ging bei dem Angriff 2 Männer des Berges zu Boden. Meister Pyrcell nahm das Kampffeld auf dem Taktikboard ein und ließ die Armbrustschützen noch einmal feuern. Diese wählten den Wolf Greywind als Ziel und erschossen den armen Wauwau. Und wie es auch in der Romanreihe ist, nimmt Robb Stark den gleichen Weg. Meine Hellebardenträger machten kurzen Prozess mit Robb und seinen letzten Sorn Swords. Und so tragisch das auch ist, können wir hier den Spielbericht eigentlich beenden. Da Annabelle nur noch eine Einheit hatte, die ihr maximal einen Siegpunkt pro Runde gibt. Da ich hingegen aber 3 Missionszielmarke gehalten habe und demnach 3 pro Runde bekam und noch 3 zusätzliche Siegpunkte durch vernichtete Einheiten hatte, konnte sie mich leider nicht mehr einholen. In der vierten Runde war das Spiel dann mit 10 zu 5 für mich entschieden. Nicht aber ohne, dass ich durch einen erzwungenen Moralwurf so mies gewürfelt hatte, dass die komplette Einheit der Männer des Berges auf einen Schlag wegrannten. Ich weiß nicht warum, aber das war für Annabelle irgendwie eine Genugtuung. Trotz der recht hohen Niederlage hatte Annabelle hinterher mehr Lust zu spielen als vorher. Woher ich das weiß? Wir hatten noch ein Interview aufgenommen, welches aus Zeitgründen aber hier leider nicht mehr reingepasst hat. Dieses wird demnächst auf dem YouTube-Kanal von Deist hochgeladen, sodass ihr unser Resümee zu der Road to a Song of Ice and Fire noch anschauen könnt. Denn diese Road 2 geht jetzt erstmal in die Pause, da ihr vorerstiges Finale erreicht wurde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Aufbauserie und einen Eindruck in das Game bekommen. Habt ihr Lust, dass wir die Serie in der Welt der Game of Thrones weiterführen? Dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Es würde mich freuen, denn ich habe jetzt richtig Lust drauf bekommen. Du möchtest die Tabletop-Show Dice supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem Dice-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style-Olymp auf, du unterstützt damit auch Dice und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der Dice hängt und lege das Schwarz an. Jetzt bei Fantasy Welt.